weitere Bauteile zu erstellen, kann man ein neues Blatt einfügen. Das habe ich ja schon mal getan. Auf diesem neuen Blatt müssen wir jetzt erst das Modell, von dem wir eine Zeichnung erstellen wollen, einladen. Das geht einfach hier oben über Zeichnungsmodelle, Modell hinzufügen, und dann nehmen wir mal das Lager hier. Sagen öffnen. Fertig, wird auch automatisch als aktives eingestellt. Mit rechter Maustaste Basisansicht einfügen. Fügen wir hier die Basisansicht ein, suchen uns noch aus, in welcher Richtung das gezeigt wird. Nehmen wir mal rechts zum Beispiel. Könnten dann hier noch den Maßstab angeben. Ich würde das hier mal auf 2 ändern. Ist ein bisschen größer. Irgendwelche Schnitte oder so haben wir erstmal nicht. Weiter. Okay. Dann kann man wieder mit rechter Maustaste Projektionsansicht die Projektionsansichten einfügen. Und fertig. Gut, um Mittellinien und Maße zu erstellen, wieder auf Anmerkungen, Modell, Anmerkungen zeigen, die entsprechende Ansicht anklicken und dann das nehmen, was man haben will. Da will ich mal nichts von haben. Und von den Mittellinien auch erstmal nichts. Und dann eigentlich nur die und die. Zuweisen habe ich das. Dann kann ich auch wieder die nächste Ansicht anklicken. Da möchte ich jetzt zum Beispiel auch von den Mitteln erstmal nichts haben, sondern nur die eine kleine. Hier muss man darauf achten, dass man die komplette Ansicht anklickt, das heißt, dass dieses gestrichelte da ist. Gut, hier nehmen wir auch nur den mittleren, also alle anderen weg und nur den. Und okay, das soll jetzt mal reichen. Bei den Mittellinien ist es so, bei so Mittelkreuzen kann man dann einfach hier die Längen so lang ziehen, wie man es braucht, und fertig ist. Einzelne Maße hinzufügen ist einfach. Maßen, zum Beispiel die Linie, mittlere Maustaste, fertig. Radius, fertig. Wenn ich Durchmesser bemaßen will, zweimal den Kreis anklicken, Maß absetzen, automatisch Durchmesser. Hier kann ich dann auch von dort nach dort. Dort, fertig. Dann noch die Höhe und von da nach da. Dann ist dieses Bauteil schon fertig bemaßt. Gut. Kommen wir noch zu ein paar Sachen, wie man jetzt Texte und sowas erstellt. Wenn ich einfach irgendwelche Anmerkungen machen will, kann ich das mittels dieser Schaltfläche Notiz. Dann kann man hier auswählen mit oder ohne Hinweislinie auf Element oder nichts. Wir machen einfach erstmal ohne Hinweislinie, horizontal und Standard. Sagen Notiz anlegen, dann muss ich irgendeinen Punkt anklicken, dort. Und dann kann man so lange Text eingeben, wie man möchte. Also nach der ersten Zeile Return passiert erstmal noch nichts. Ich kann dann einfach immer noch Text eingeben, wie ich will. Sobald ich dann eine Zeile bei einer Zeile nichts eingebe, wird das übernommen und ist da. Fertig. So, jetzt um da was dran zu ändern, kann ich einfach doppelt draufklicken, könnte dann hier auch mehr Texte noch eingeben oder einen Editor starten oder eine Datei laden oder wie auch immer. Wichtig ist nochmal hier ganz kurz Textstil. Standardmäßig ist es mal dieser ISO-Font. Es gibt dann auch noch zum Beispiel der immer ganz nettes Filt. Und man kann dann hier einfach eine andere Größe eingeben. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass es 10 mm hoch ist, kann ich das halt 10 mm hochschreiben lassen. Man kann natürlich auch auf Schriften von seinem Rechner zugreifen. Ein paar kommen rüber, nicht alle. Das entscheidet der Profi selber, welche gehen und welche nicht. Gut. Filt. Gut, man kann auch noch die Dicke und den Breitenfaktor ändern. Da kann man ein paar Sachen hin und her kriegen. Muss jeder mal ein bisschen mit probieren. Man kann den ganzen auch noch spiegeln, ne, falls man mal das in Spiegelschrift braucht. Gut. Okay. Das zu den Texten. Wenn man jetzt so einen Text gemacht hat, man möchte das für ein zweites Teil haben, kann man den kopieren. Das ist ein bisschen merkwürdig gelöst, aber es geht folgendermaßen. Den Text anklicken, Ctrl-C drücken, steht hier oben auch eingewählt, irgendwo anders hinklicken, Ctrl-V für einfügen
dann geht ein Fenster auf, da muss man einen Referenzpunkt sozusagen setzen, zum Beispiel hier oben, und dann nochmal einen Punkt anklicken, dann wird der Text dort reingefügt. Damit kann man praktisch Texte zwischen den Seiten hin und her kopieren, weil man kann natürlich während des, man kann ihn auch noch, den Block zum Zwischenspeicher, ich kann den also hier hinten auch nochmal einfügen. Ach, das ist kein Problem. Gut, zu den Maßen noch ganz kurz, was man da machen kann, wenn ich zum Beispiel Toleranzen dran haben will, wie gesagt, dann das Maß dran gehen. Bei der Anzeige nicht Nennwert sagen, sondern plus minus, Toleranztabelle keine, kann ich sie eintippen, gebe ich eine Toleranztabelle an, allgemein, dann schreibt er die allgemeinen Toleranzen dran, die er halt aus der Tabelle rausholt. Ist auch ganz nett, um herauszufinden, welche Toleranzen sozusagen gerade da gelten. Ganz kurz, wir haben das eben bei den Texten gesehen, man kann auch diese Texte auf die Teile draufbringen, wo wir schon mal dabei sind. Man kann auch jetzt hier aus der Zeichnung das Teil öffnen, das wird ja hier links im Modellbaum angezeigt, kann ich rechte Maustaste öffnen machen, dann öffnet er das Teil und wenn ich dann zum Beispiel einfach sage, ich möchte gerne auf dieser Fläche eine Skizze machen, dann kann ich jetzt auch hier mittels Text die Texthöhe angeben, dann die Buchstaben eintippen, kann hier auch noch die verschiedenen Fonts auswählen, da wird meistens Font 3D genommen, vielleicht nicht alle gehen, die müssen auch dafür geeignet sein, kann dann OK sagen und kann dann ganz normal mit Körper extrudieren, das nach oben oder nach unten ziehen. Ich könnte hier zum Beispiel einfach mal Material entfernen machen, 3 mm tief, oder machen wir, ja, machen wir zack, ne? Dann hätte man halt die Schrift da drin. Ich werde das nochmal ein bisschen die Fläche hinten anfärben. Schön Beschriftungen auf seine Teile aufbringen. Gut. Das nur ganz kurz als Übergang. Ich kann mit dem Fenster auf meine Zeichnung zurückkommen und gut, da müsste normalerweise dann, wenn ich Projektionsansicht mache, in den Ansichtsmodus, Layout, Projektionsansicht einfügen. Genau, steht auch das IPT da. Das zu Zeichnungsmodus mit Texten und Bemaßungen.